Also die mit dem Holzmoos ist eigentlich die ist entstanden, als ich in der Mittagspause im Markgrafen war. Dann hat mir der Dachs eben erzählt, dass in Rendsburg eine dicke Eiche gefällt wurde. Und ich soll doch einmal zum Bürgermeister und ihn fragen, ob ich die kriege. Dann habe ich das am nächsten Tag gemacht. Und ein Jahr später, also nachdem es fertig war, haben wir die dann aufgestellt in dem Wiesengrund. Ja, in Redlitzenbach. Und dabei ist ihnen so jetzt gefallen, ja, jetzt, wenn der alle Jahre wieder eine Figur ankauft, dann habt ihr schneller die Kunstmeile geschaffen als die Nürnberger. When the tide is high and the rivers call, the moon goes down and the morning comes. Ja, der Beginn des Kunstweges war im Jahr 2000. Eine gute Idee hatte mal viele Väter oder Mütter, je nachdem. Schon auch eine Mutter, gell? Es gab ja schon zwei Kunstwerke in Zembach, Schütze und Apfel von TVH und der Holzmo vom Clemens Heimel. Das waren aber singuläre Kunstwerke, jeweils für Brücken gedacht. Ich wohne jetzt seit 2013 hier in Rednitzenbach. Ich bin nicht unweit von hier aufgewachsen, also keine 2 Kilometer von hier steht mein Elternhaus. Da auf der Wiese habe ich noch als Jugendlicher Hühner gejagt mit meinem Bruder, weil das so die Außenbezirke von unserem Streunrevier waren. Und bin aber zwischenzeitlich in New York gewesen, in Colorado 10 Jahre, und bin dann aber gern wieder nach Hause gekommen. Wir fuhren dann nach Germersgmünd. Der Kollege Werner hat uns herumgeführt zu seinem Skulpturenweg. Der neu gebildete Kunstbeirat war sehr beeindruckt und hat gesagt, okay, sowas wollen wir auch. Und dann ging es Zug um Zug. Wir haben es auch weitergemacht, und zwar ganz konsequent, über 2 Jahrzehnte eben, und kein Ende absehbar. Zwei Frauen und 2 Kilometer Edelstahl. 3,5 Tonnen. Am Ende soll daraus ein Kunstwerk werden. 5 Meter hoch, 18 Meter lang. Auch für die Künstlerin Sabine Mädel kein alltägliches Objekt. Also das Schwierigste, das wird sich noch rausstellen. Es ist auf jeden Fall das Größte mit Abstand. Ich habe zwar Objekte mit 5 Meter Höhe schon gemacht, aber die sind dann eben nur in einer Richtung 5 Meter und nicht in 2 und in der dritten Richtung noch 18 Meter. Der Kunstweg, ja, ist für mich eine besondere Sache. Ich wurde damals im Jahr 2000 vom Bürgermeister Jürgen Spahl angerufen. Er hat gesagt, Herr Drechsel, wir hätten gern was von Ihnen. Und wir haben dann gesagt, weil in Georgsgmünd ist es ja sehr an der Straße. Und wir haben uns das dann angeschaut und gesagt, das ist nicht so schön an der Straße, wir nehmen den Wiesenweg. Und das ist ja eigentlich, wenn Leute spazieren gehen, das meiste ist der Wiesenweg. Ne? Da finden alle Leute das am allerschönsten. Es war der 6. Januar 90 oder 91, kam früh am Morgen von Venedig zurück. Und meine Frau, die hat nicht schlafen können und hat mich dann ja, begrüßt, sagt, stell dir noch vor, vor der Figur haben sie einen Penis abgekaut. Da habe ich mir gedacht, naja, das habe ich mir fast gedacht. Das muss ja sein in der Kunst, dass man immer bei den Figuren den Pimmel abhaut. Ja, leider. Aber das ist Vandalismus. Nicht schön, aber mein Gott, so sind's. Die Bagage. Weil das schon ein spektakuläres Teil ist, das Sternentor Rednitzenbach. Es ist Edelstahl und Glas in der Natur. Es dient zur Beobachtung von Sonne, Mond und Sternbahnen. Es hat also auch einen Funktionscharakter als Startschuss für den Kunstweg Rednitzenbach.
auch sagen muss, was bei uns auch gut ist, die Zusammenarbeit mit dem Bauhof. Denn es ist nicht so, dass man ein Kunstwerk einfach hingestellt wird. Ne? Und da ist der Bauhof immer dabei und hat wirklich viel, viel zu tun. Und der Wittmann, der vorhergehende Leiter, hat immer gesagt, Bauhof und Kunst, zwei Welten kommen zueinander.